Einen Karriereneustart erhofft sich Lukas Podolski. Der Weltmeister ist inzwischen bei Galatasaray Istanbul gelandet und fühlt sich dort nach eigenen Angaben pudelwohl. Vorbei die größtenteils enttäuschende Zeit bei Arsenal London, wo er sich im Vergleich zu seinen Kollegen Per Mertesacker und Mesut Özil nie richtig durchsetzen konnte und nur allzu selten Grund zum Jubeln hatte. Auch bei seinem halbjährigen Intermezzo in Mailand kam der Nationalspieler nicht auf die erhofften Einsatzzeiten. Dabei braucht er die doch so dringend, auch für die Aussicht beim nächsten großen Turnier dabei zu sein. Wenn es Richtung EM geht, dann entscheidet für mich schon auch normalerweise immer, wer hat natürlich auch viel gespielt, wer hat eine gute Form. Diese Form will sich Poldi jetzt in der türkischen Liga zurückholen. Ein nicht ganz risikofreies Unterfangen spielt die Super League in der öffentlichen Wahrnehmung international doch nicht die ganz große Rolle. Immerhin ist Podolski mit dem türkischen Doublegewinner in der Champions League vertreten.